Hallo und willkommen zum Insta-Live-Interview von Das Handwerk. Ich bin der Paul vom Handwerk Social Media Team und wir haben mittlerweile das sechste Live-Interview mit den Botschafterinnen und Botschaftern des Handwerks. Und mit dieser Interviewreihe wollen wir euch einen Einblick hinter die Kulissen geben, die Personen etwas näher vorstellen, die auf tausenden Plakaten und in TV-Spots für das Handwerk werben und euch auch zeigen, dass es keine Schauspieler sind, sondern echte Handwerker, echte Handwerkerinnen, die wissen, was sie tun und deswegen auch einen sehr guten Einblick geben können in ihre Arbeit. Und das wird heute auch eine Handwerkerin tun, die Klempnerin, Spenglerin ist, Luisa Buck. Und ich versuche sie jetzt mal direkt dazu zu holen. Sollte jeden Moment da sein. Hallo, Luisa. Hallo. Geht's dir gut? Ja, danke schön. Und dir? Ja, auch, danke. Schön, dass es geklappt hat. Die Sonne scheint bei dir, oder? Ja, genau, die Sonne scheint. Wunderbar. Aber ihr seht gut so, gell? Ja, okay. Ja, was gleich auffällt, ich hoffe, der Sound passt jetzt, aber für mich scheint es irgendwie, also es hört sich gut an. Denke schon, ja. Im Gegensatz zu anderen Interviewpartnern bist du zu Hause, nicht irgendwo in der Werkstatt, nicht auf Arbeit, hat einen besonderen Grund, du bist ganz frisch Mama geworden, richtig? Ja, genau. Vor ungefähr 3 Wochen kam unsere kleine Tochter zur Welt. Und ja, jetzt bin ich gerade erstmal noch ein bisschen daheim. Schön. Und ja. Dann herzlichen Glückwunsch dir und Dankeschön. alles Gute für die junge Familie, auf jeden Fall. Dankeschön. Und dann, ja, lass uns starten ins Interview. Vielleicht für alle, die dich noch nicht kennen, kannst du dich einmal kurz vorstellen? Ja, genau. Also, hi, ich bin die Luisa Buck, ich bin 25 Jahre alt und ich bin Klempner-Spengler-Gesellin. Ich habe 2012 meine Ausbildung begonnen, 2015 abgeschlossen und bin jetzt im Moment noch Gesellin. Genau. Okay, kommen wir direkt zu einer ersten Frage aus der Community von Peinemann und Sohn. Was auch immer interessiert, was hat dich denn dazu bewogen, ins Handwerk zu gehen und wie bist du zu deinem Beruf gekommen? Ja, also zu meinem Beruf gekommen bin ich dadurch, dass mein Vater einen Betrieb hat und ich habe verschiedene Sachen halt mir angeschaut dann in meiner Realschulzeit und bei ihm eigentlich nur einen Ferienjob gemacht gehabt oder halt auch immer mal wieder mitgeholfen, so zum bisschen Taschengeld dazu verdienen dann ab 16. Und das hat mir einfach so gut gefallen, dass ich dann irgendwann gefragt habe, wie es denn eigentlich aussieht, ob ich bei ihm eine Ausbildung machen kann. Und ja, wie kann man sich einen Arbeitstag bei dir vorstellen oder welche Sachen machst du vielleicht auch besonders häufig als Klempnerin, Spenglerin? Also ich würde sagen, was so ganz typische häufige Arbeiten sind, sind zum Beispiel Mauerabdeckung und Regenrinnen, Regenrohre, halt so das, was eigentlich jeder an seinem Haus mit dran hat. Und ja, genau. Mauerabdeckung, musst du mir nochmal erklären, was ist damit genau gemeint? Also zum Beispiel der Rand an der Garage oben ist ja ein Flachdach drauf und drumherum ist dann meistens so ein Blechrand. Den nennt man Attika oder Mauerabdeckung. Ah ja, wieder was dazugelernt. Ja. Wunderbar. Ja, und auch eine Frage aus der Community von Miriam. Welcher Teil deiner Arbeit macht dir am meisten Spaß? Ja, also wir machen ganz viele Sachen Spaß, deswegen kann ich mich jetzt nicht so gut auf eine Sache festlegen. Aber ich würde sagen, was so richtig cool ist, ist einfach dieses Körperliche, dass es immer mal wieder so richtig anstrengend ist und man sich auch richtig auspowern kann dann und dann abends einfach so richtig das Gefühl hat, man hat jetzt voll was geschafft und dann kann man erschöpft und glücklich ins Bett fallen. Das klingt gut. Und welche Voraussetzungen muss man mitbringen, um in dem Gewerk arbeiten zu können? Also was ich ganz wichtig finde, ist, dass man einfach schwindelfrei ist, keine Höhenangst hat, weil man bei uns natürlich dann auch viel auf dem Dach unterwegs ist. Und Teamfähigkeit ist auch sehr wichtig, weil man eigentlich immer so zu zweit oder zu mehreren arbeitet. Ja, genau. Und ist der Beruf körperlich besonders anstrengend oder ist das mal so? Wie, was würdest du sagen? Ja, also. Es ist eigentlich relativ unterschiedlich. Ich finde, man hat eigentlich eine ganz gute Mischung auch, weil man immer mal wieder dann
ein bisschen was Anstrengenderes hat, wenn man Abriss macht zwischendrin. Und dann hat man auch wieder so ein bisschen Basteleckchen, wo man dann eine Weile stiller sitzt und so. Und das ist eigentlich auch ganz angenehm so. Eine gute Balance. Genau. Okay. Ritari Steffi Design fragt, welche typisch weiblichen Eigenschaften helfen dir in diesem ja doch eher typisch männlichen Beruf? Ja, ein bisschen schwierig mit dem typisch weiblich, gell? Aber was man halt zum Beispiel sagen kann, ist, dass man als Frau ja so ein bisschen feinfühliger ist, dann eventuell ein bisschen kleinere Hände hat. Und ich finde, das war für mich schon oft ganz nützlich, dass ich so den Eindruck hatte, ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl eventuell zu haben. Ja, okay. Was würdest du sagen, hat dich am Handwerk oder mit dem Handwerk verändert, also durch deinen Beruf? Wie hat dich das Handwerk geprägt? Also was sich bei mir sehr verändert hat, als ich ins Handwerk gegangen bin, war einfach, dass ich so die Handarbeit mehr anfing zu schätzen. Zum Beispiel, dass wenn man ein Handy hat, das kostet dann um die 1000 Euro oder so fast irgendein neues iPhone, dann ist da ja viel weniger, ja, da hat ja einer viel weniger Energie reingesteckt eigentlich. Und da ist man eher bereit, dann oft einen höheren Preis zu zahlen, wie zum Beispiel für eine Regenrinne. Und da hat sich bei mir dann einfach so ein bisschen die Sicht darauf verändert, als ich selbst anfing, ins Handwerk zu gehen und dort zu arbeiten. Also der Wert von Handarbeit, Genau, ja, den man genau. anders einschätzt. Okay. Ja. Ja, du bist ganz frisch Mama geworden. Gibt es auch eine Frage dazu von der Community, von Schreinermädchen, nämlich wie vereinbarst du das Mama-Sein mit dem Berufsleben? Ja, also bei uns ist das eigentlich ganz cool, weil ich eben bei meinem Vater im Betrieb angestellt bin. Der hat dann natürlich dann viel Verständnis und ist flexibel. Und das ist aber auch, denke ich, das ganz Coole bei vielen Handwerksbetrieben, wenn man einen kleineren Betrieb hat, dass der Chef da eher dann irgendwie auch mit sich sprechen lässt, dass man ja im Handwerk auch so gut Teilzeit arbeiten kann oder so, spricht ja gar nichts dagegen. Und vermutlich gibt es auch bei euch Tätigkeiten, die man auch, wenn man schwanger ist, noch ausführen kann, oder wie ist das? Ja, schon. Also was wichtig ist, worauf man aufpassen muss, ist einfach, dass man nichts zu Lautes macht. Gibt es natürlich einiges auf der Baustelle. Und Bauchemie ist natürlich dann auch nicht mehr gut, wenn man irgendwas hat, was man da einatmen würde oder so. Und ansonsten lässt sich natürlich aber schon auch Verschiedenes noch machen. Also ich war sogar noch bei Abrissarbeiten auf dem eigenen Dach dabei, jetzt im Sommer im fünften Monat. Es ja, funktioniert, aber man muss sich halt gut absprechen mit den Kollegen. Wenn man da nette hat, funktioniert es auch gut. Okay. Auf den Handwerksplakaten mit dir, ich habe ja auch eins hinter mir aufgehängt in meinen eigenen vier Wänden extra. Da steht, wo dein Wille ist, ist auch dein Weg. So, auf welchem Weg bist du gerade? Wo führt dich dein Weg hin so in den nächsten Jahren? Was ist geplant? Ja, also bei uns hat sich so ein bisschen verschoben. Eigentlich wollte ich 2020 anfangen, meinen Meister zu machen. Und dann hat die Schule in Stuttgart keinen Kurs für Spengler gehabt. Und dann haben wir jetzt erstmal den Fokus ein bisschen auf Familie verlagert. Mein Mann hat so lange seinen Meister gemacht. Und wir haben zusammen einen kleinen Betrieb, den wir erst als Nebengewerbe hatten. Und jetzt wollen wir halt das natürlich ausbauen und dann später auch mit dem Betrieb von meinem Vater zusammenführen. Und ja, genau, das ist so Also der Plan. Natürlich zuerst die das. Familie und dann geht's weiter, wenn ich es richtig Genau. verstanden habe. Genau, dass ich meinen Meister dann halt irgendwann noch machen werde. Ich weiß allerdings jetzt nicht, ob in Teilzeit oder Vollzeit oder wie das dann halt so aussieht. Da muss man dann gucken. Okay, dann dafür schon mal alles Gute, toi, toi, toi. Dankeschön. Eine letzte Frage haben wir noch von das Bauwerk, die ich wahrscheinlich auch so oder so ähnlich gestellt hätte, als Abschlussfrage. Warum sollen sich junge Menschen oder speziell auch junge Frauen für das Handwerk entscheiden? Was würdest du sagen? Hallo? Jetzt warst du kurz weg, aber jetzt bist du auch wieder da. Entschuldigung, mein Akku war schwach. Okay, aber es dürfte noch reichen. Also was ich halt cool finde, ist, dass es im Handwerk eben auch gerade wie das mit dem Körperlichen, was ich vorher gesagt habe, so Tätigkeiten gibt, die sich halt schon dann arg unterscheiden von so den vielleicht eher Standardberufen, was man in Erwägung ziehen würde als Frau. Und
Ja, von dem her würde ich einfach sagen, vielleicht einfach mal ein Praktikum irgendwo machen und es ausprobieren, weil ja, man wird sich's halt vielleicht als Mädchen eigentlich nicht anschauen und kann da aber extrem glücklich werden mit so einem Beruf. Und ja, ich bin froh, dass ich es so gemacht habe. Ja, das sieht man dir an, dass du damit glücklich bist, wahrscheinlich aber auch als frisch gebackene Mama nochmal im Ja. Besonderen. Vielen lieben Dank, Luisa. Das war es auch schon. Danke, dass du uns einen kleinen Einblick gegeben hast. Vielen Dank an alle, die bis jetzt zugeschaut haben. Guckt euch gerne auch nochmal die anderen Interviews mit den Botschafterinnen und Botschaftern des Handwerks an, hier bei uns auf dem Instagram-Kanal oder auch auf dem YouTube-Kanal. Dann bleibt mir dir noch einen schönen Tag zu wünschen, Luisa. Danke dir auch und euch auch. Wir bleiben in Kontakt, ja? Bis bald. Genau, bis bald. Tschüss. Ciao.